eine der ersten Regeln bei so einer Veranstaltung zu den US-Wahlen ist, nicht zu früh anfangen mit der Vorbereitung, weil man weiß nicht, was noch alles passiert. Das hat sich jetzt auch so ganz gut, würde ich sagen, bestätigt. Ich habe angefangen, da war Ruth Bader Ginsburg schon gestorben, aber Trump hatte noch nicht Corona. Und ich habe wirklich einen Moment lang am Wochenende überlegt, was mache ich jetzt, sollte er tatsächlich daran sterben? Dann könnten wir eigentlich die Veranstaltung so gar nicht machen, weil das alles geändert hätte. Das ist nun nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Er ergibt sich fitter als je zuvor. So gesehen sind die Punkte, die ich heute anreißen möchte, immer noch aktuell. Das ist nun ein sehr umfängliches Thema, denn das Land ist groß, es hat eine lange Geschichte, es ist, wie Karl-Heinz gesagt hat, gespalten. Also du hast eigentlich die Punkte alle schon angerissen, auf die ich auch zu sprechen kommen möchte. Man kann das gar nicht alles in einen Vortrag packen, keine Angst, versuche ich auch nicht. Und ich werde auch trotz der Probleme mit der Technik nicht davon abkommen, ein paar visuelle Einspieler zu machen, damit es nicht nur Reden ist. Ne? Also habe ich mir 7 Punkte überlegt, die ich jetzt mal mit euch zusammen durchgehen möchte, die sich nicht ganz so tagesaktuell ändern, sondern wo ich sagen würde, die prägen diesen Wahlkampf, die Wahl und die Situation in den USA, mit der wir uns beschäftigen. Und um das ein bisschen spannender zu machen, dachte ich, ich spitze es zu gleich am Anfang, dann können wir uns danach unterhalten, ob ihr das teilt. Denn ich würde gar nicht darüber reden wollen, ob Joe Biden eine Alternative ist, sondern eher die Überschrift wählen, keine Wahl wie jede andere, wird die USA als älteste Demokratie der Welt abgeschafft am 3. November. So. Fange ich mit dem ersten Punkt an, so eine Art Vorgeschichte, nämlich der Trump-Schock von 2016. Also ich habe die beiden letzten Präsidentschaftswahlen in den USA erlebt. Als wir hinzogen, war Obama in seinem ersten Term, es war Occupy Wall Street, wir kamen gerade richtig als Rosa-Luxemburg-Stiftung, also es war viel Aufbruchsstimmung, viel Bewegung. Es gab dann noch die Wiederwahl Obamas und dann 2016 diese Wahl von Donald Trump. Und ich habe das nicht ohne Grund als Schock bezeichnet. Es war wirklich so, dass sofort unmittelbar danach klar war, das ist was anderes als bisher. Also nicht nur unter den Linken war wirklich eine große Perplexität nach der Wahl Trumps, damit hatte man nicht gerechnet. Und wir haben unmittelbar die Frage gestellt, wird man ihn denn abwählen können? So, und das ist natürlich jetzt normalerweise in der Demokratie und in einem Land, wo es auch höchstens 2 Wahlperioden für jeden Präsidenten gibt, eigentlich sollte das keine Frage sein, aber das hatte natürlich Gründe, dass diese Unsicherheit entstand. Wir haben im New Yorker Büro nach 14 Tagen gesagt, so, jetzt ziehen wir mal die erste Bilanz, ne, und setzen uns zusammen und teilen mal unsere Stimmung. Und auffällig war, es gab die, die sehr skeptisch waren, ob das gut geht, also ob sich das Land da nicht doch sehr dramatisch verändern wird. Und es gab die, die optimistischer waren. So, die skeptisch waren, das waren die Deutschen, die Argentinierin, die Mitarbeiterin aus den Philippinen und die Kollegin, die in Haiti geboren war, und die Optimistischen waren die US-Amerikaner. So, also das hat sicherlich, also kommt nicht ganz zufällig. Ne? Also es ist die Frage, die US-Amerikaner haben schon gesagt, nein, sie glauben, dieses Checks and Balances hält. Ne? Also diese Ausgewogenheit der Kräfte, und im Zweifelsfall sind es die Gerichte, die machen das schon. Gab es eben doch diesen Eindruck, dass das mehr ist als nur eine andere Variante von schlechter US-amerikanischer Politik, was wir da erleben werden. Es ist klar, dass die US-Demokratie auch da schon in keinem guten Zustand war. Ne? Also wir haben es jetzt nicht einfach nur mit einem kompletten Bruch zu tun. Ein Ausdruck davon, den ich nur kurz nennen will, ist die Entscheidung von 2010, eine Supreme Court-Entscheidung, die sogenannte Citizens United. Da wurden im Grunde genommen der indirekten Wahlkampffinanzierung Tür und Tor geöffnet. Also während es vorher so war, dass
das offengelegt werden musste, wenn Gelder flossen, jetzt gar nicht direkt in den Wahlkampf, aber wenn damit Sachen produziert wurden, die auf den Wahlkampf Einfluss haben, dass das offengelegt werden musste, woher das kommt und ob das geht. Anlass von Citizens United war, dass die einen Film gedreht hatten, in dem Hillary Clinton sehr schlecht wegkam. Und das wurde aber aufgehoben. Und seitdem, muss man sagen, ist es wirklich so, dass das Geld absolut den Wahlkampf regiert und auch die Politik. Also die Repräsentanten im Repräsentantenhaus verbringen einen guten Teil ihrer Zeit mit dem Einwerben von Spenden. Und wenn man sich überlegt, dass im Repräsentantenhaus, also der einen Kammer des US-Kongresses, wo die Leute auf 2 Jahre gewählt werden, kann man sich vorstellen, ne, wie viel Zeit für Politik bleibt. So Ausdruck dieses Schocks und dieser Wahrnahme, dass da was wirklich eine andere Art von Gefahr ausgeht von der Trumpschen Politik, war zum Beispiel, dass der Women's March stattfand, also einen Tag direkt nach Trumps Inauguration. Halbe Million, 700.000 Menschen allein in Washington DC, landesweit 1 Million Menschen. Ein anderer Indikator, der vielleicht für uns Linke interessant ist, sich anzugucken, ist, dass der Anteil der Organisierung oder der politischen Aktivität von Menschen zugenommen hat. Also ich weiß doch, dass ich auf dem Left Forum Panels hatte. Das Left Forum ist so eine große jährliche Konferenz von allen möglichen linken Gruppen, und wir hatten auch eine Veranstaltung zum Women's March, und da haben sich viele junge Frauen gemeldet und haben gesagt, was können wir denn jetzt machen, wir wollen uns unbedingt organisieren, und in den USA sind ja politische Organisationen jenseits der beiden großen Parteien der Demokraten und Republikaner nicht so einflussreich. Wir haben unter anderem mit den Democratic Socialists of America kooperiert, die hatten 2016, das ist so eine breite linke Sammelbewegung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Da findet sich alles, was wir hier vielleicht auch so als Mosaiklinke bezeichnen würden, das ganze Spektrum. Die hatten 2016 5.000 Mitglieder und ein Jahr später waren es schon 40.000, heute sind 70.000. Also das ist auch unmittelbar auf die Wahl Trumps zurückzuführen. Das ein bisschen als Vorgeschichte, also dass auch schon vor 4 Jahren der Schock tief saß, und jetzt werde ich der Technik zum Trotz Ihnen den ersten Einspieler von YouTube zeigen. Das ist der zweite Punkt, den ich sagen will. Das ist auch ein Blick, der sagt, Trump kam nicht aus dem Nichts. Ne? Und deswegen heißt, nicht deswegen, der Film heißt They All Knew. Es ist nicht so schlimm, dass ihr den Ton nicht hört, denn es ist alles untertitelt. Also ist nicht auf Deutsch, aber alles, was gesagt wird, steht da auch. Das zeige ich jetzt mal kurz. Why you like this guy? Whatever he does, he accuses everyone else of doing. The man cannot tell the truth, but he combines it with being a narcissist. A narcissist at a level I don't think this country's ever seen. And my concern is that he would grab up that power and really treat the country as sort of his little bully fiefdom. Donald Trump is everything I taught my children not to do in kindergarten. He's been exploiting working Americans for 40 years. He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot. He says he's for the little guy, but he's actually built a lot of his businesses on the backs of the little guy. You know, Donald Trump the other day said that, quote, if he tells a soldier to commit a war crime, the soldier will just go do it. And I don't think Donald Trump has even read the Constitution, knows what's in the Constitution. A toxic mix of demagoguery and mean-spiritedness and nonsense. I just cannot support Donald Trump. Donald Trump is a delusional narcissist and an orange-faced windbag. Donald Trump is a con artist. He doesn't know the difference between truth and lies. He lies practically every word that comes out of his mouth. I think he's a kook. I think he's crazy. I think he's unfit for office. Ich
bekannt, nicht? Also das waren seine Mitbewerber Marco Rubio und Ted Cruz um die Präsidentschaftskandidatur, Mike Pompeo, der dann später Außenminister wurde, also der zweite Außenminister, einige konservative Journalisten, der Mehrheitsführer im republikanischen Senat mit McConnell, und die haben im Grunde alles gesagt, ne, was man heute auch so über Donald Trump sagt, also wie sie ihn charakterisiert haben: er lügt, er ist bigott, Nikki Haley, die spätere UN-Botschafterin, ne, alles, macht alles, was ich meinen Kindern sage, was sie nicht tun sollen, er ist ein Hochstapler, man kann ihn nicht unterstützen, er weiß den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht, man ist nicht geeignet, das Amt zu bekleiden, unfit for office, ne, das wurde sehr oft gesagt. So, das sind jetzt alles Zitat aus dem Vorwahlkampf 2016. So, was heißt das? Zum einen, warum sagen die das? So, zum einen würde ich sagen, weil sie damals hat die Republikanische Partei, das Establishment der Republikanischen Partei, nicht damit gerechnet, dass er das wird. Und deswegen haben sie gedacht, sie können, wenn sie so über ihn reden, dann wird er das auch nicht. Das andere ist aber, was ich bemerkenswert finde, denn inzwischen, also danach haben die meisten von ihnen ja ihren Frieden mit ihm gemacht, ne? Zumindest nicht mehr so offen kritisiert, der ein oder andere vielleicht eine Ausnahme dabei, aber die meisten haben ihn ja danach unterstützt, obwohl sie eben so über ihn geredet haben, dass der Machterhalt der Republikaner quasi um jeden Preis erfolgte. Also auch um den Preis, dass man demokratische Grundregeln aufgibt. Denn wenn man sagt, dass jemand lügt und nicht für das Amt geeignet ist und ihn trotzdem unterstützt, dann hat man ja doch so ein paar Grundlagen, würde ich sagen, des demokratischen Konsens aufgegeben. Also dieser Preis wurde gezahlt und die Republikaner haben sich damit auch dem Autoritarismus, den sie da ja erkannt haben und auch verurteilt haben, komplett verschrieben. Es ist vielleicht passend dazu, dass Noam Chomsky, der nicht nur ein bekannter Linguist, sondern ein bekannter amerikanischer linker Aktivist ist, 2017 gesagt hat, die Republikanische Partei sei die gefährlichste Organisation der Welt. Das hat er auf den Klimawandel bezogen, weil er meinte, die nehmen in Kauf, dass die Menschheit quasi ausgerottet wird. Aber es ist, finde ich, schon eine interessante Behauptung. So. Das ist der Blick zurück zu den Voraussetzungen. Jetzt sage ich ein ebenso kurzes Video über das TV-Duell. Das ist auf Deutsch vom ZDF zusammengeschnitten, deswegen sind da deutsche Untertitel. Das sollte jetzt, auch wenn man es nicht versteht, kein Problem sein. Es sind auch wirklich nur ganz kurze Ausschnitte. Vielleicht haben es ja auch manche von euch gesehen. Ich gebe zu, ich habe es nicht live gesehen. Es war mir doch zu nächtlich die Stunde. Also immer mal so Ausschnitte, ist ja auch schwer zu ertragen gewesen. I'm not going to answer the question. Why because, would you answer that because question? The question you is, a lot of the question Supreme is, Court justice, the radical question, left. Will you shut who is up, on, man? Listen, who is on your list, Joe? This who's is on your so list? Right. Gentlemen, is, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. We have ended, no, no. Give up. The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000. And one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. So, als ob die jetzt wirklich am 15. Oktober das nächste aufeinandertreffen, wird sich zeigen. Aber zutrauen würde man es ihm. Also, was hat man gesehen? Das war jetzt wirklich sehr moderat zusammengeschnitten. Da hat das ZDF sehr freundlich, finde ich, getan. Also der erste Punkt, ne, wenn der jetzt der Beamer, der Ton hier funktioniert hätte, wäre das noch eindrücklicher gewesen. Die haben sich wirklich die ganze Zeit angebrüllt, vor allem deswegen, weil Trump ständig dazwischen gequatscht hat. Ne? Er ist die ganze Zeit dazwischen und jetzt muss man wissen, dass diese Fernsehduelle, die sind eigentlich minutiös geplant. Ne? Es gibt so ganze Regelbücher und das weiß man dann auch vorher, kriegt man vorher erklärt und nachher kriegt man eingespielt, wer wie viele Minuten gesprochen hat, damit das auch klar ist, dass das fair war und so. Und im Grunde genommen hält er sich einfach überhaupt nicht dran.
Wurde danach auch der Moderator kritisiert, der hat sich natürlich auch ein bisschen verteidigt. Na, manche haben gesagt, jetzt weiß man, warum Kindergarten, also warum Erzieher und Erzieherinnen unterbezahlt sind, wenn man sich das anguckt. Also dieses durchgängige Ignorieren von Regeln ist ein Merkmal von Trump. Und man hat schon 2016 bei den Debatten mit Hillary Clinton gesehen, dass er so ganz unangenehme Methoden angewandt hat. Ne? Der ist immer wie ein Schatten gefolgt, so, da stand er immer hinter ihr, wenn sie dann es gibt ja verschiedene Formate bei diesen Duellen, dann gibt es das Town Hall Format, das heißt, das Publikum, mit dem wird interagiert und auch geredet, und immer wenn sie irgendwo hingegangen ist, dann stand er da hinter ihr, so, das ist auch nicht üblich, er macht das aber einfach und es hält ihn auch keiner davon ab und in diesen Vorwahldebatten mit seinen republikanischen Kollegen hat er auch die in Grund und Boden gequatscht, ne? Und die haben sich immer an die Regeln gehalten und er nicht. Und wer ist dabei durchgekommen? Er. So, also das durchgängige Ignorieren von Regeln und das Inkaufnehmen von Chaos. Also es ist im Grunde genommen kein Austausch. Das zweite Corona, das ist ja nur eine pure Behauptung, ne? Dass er sagt, wenn Biden dran gewesen wäre, wären Millionen gestorben. Das entbehrt ja jeder Grundlage. Ne? Das ist das Argument zu sagen, ja, wenn die Grenzen nicht zugemacht worden wären, wären es eben nicht nur 200.000 gewesen. Aber wissen tut man das nicht. Und das ist auch so ein Merkmal von Trump, dass er einfach Sachen in den Raum stellt. Er belegt die auch nicht und dann stehen die da. So. Und natürlich, also so schnell kann man gar nicht hören, und China ist schuld. Ne? Also, und gleich erstmal wieder die Schuld von sich weg und auf andere. Also Trump ist sowieso nie an was schuld und hat auch keine Verantwortung. Also wir haben das Element Chaos, Lügen, Verschwörung und Nichtübernahme von Verantwortung. Und dann kommt aber der Clou, warum ich auch den Titel meines Vortrags so gewählt habe, das mit den Wahlen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt eben, wenn die Wahlen gerecht sind, dann akzeptiere ich das Ergebnis. So. Das impliziert, und das hat er an anderer Stelle auch schon gesagt, wenn er sie verliert, dann waren die Wahlen nicht gerecht. So, und das ist eben, ne, Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. So, also er bereitet im Grunde schon vor, und das macht er jetzt schon eine ganze Weile, dass die einzige Möglichkeit, dass er die Wahlen verliert, daran besteht, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Deswegen diskreditiert er die ganze Zeit die Briefwahl, deswegen unterstützt er die Post nicht, deswegen sagt er, man muss Wahlbeobachter aufstellen, obwohl das auch, ne, also irgendwelche Leute zum Beobachten aufstellen, auch überhaupt nicht rechtens ist. Bereitet sich jetzt auch langsam in der breiten Öffentlichkeit, nicht nur unter Linken, also auch in Mainstream-Medien, einfach dieser Eindruck aus, dass man bis einen Tag nach der Wahl darum kämpfen muss, dass die USA einen anderen Präsidenten bekommt und dass es bis zum 4. November, sage ich jetzt mal, weil es nämlich eine Weile braucht, bis diese ganzen Ergebnisse ausgezählt sind, es immer noch darum geht, ob er das Ergebnis anerkennt. So, wie ist das Szenario dafür, dass er sie nicht anerkennen würde? Ich bin wirklich keine Verschwörungstheoretikerin, um das ganz klar zu sagen, aber es gibt ein Szenario dafür. Es wird eben momentan auch schon sehr viel gewählt, Briefwahl. Das ist ein sehr föderales, großes Land. Es gibt ganz verschiedene Gründe. In manchen Staaten kann man schon vorab wählen und ist ja auch der Wahltag immer ein Dienstag, also ein Wochentag. Also wer das kann, versucht es auch zu machen. In manchen Staaten geht es leichter als in anderen, egal, aber es wird eben schon sehr viel gewählt und es wählen mehr Demokraten per Briefwahl. Also ganz genau weiß man nicht, warum. Jetzt ist es aber so, dass durch Corona das auch verstärkt wird, weil die glauben, dass es Corona gibt, deswegen wollen sie nicht zu den Urnen selber gehen. So, und diese Zettel werden aber, die Ergebnisse liegen später vor. So, und jetzt gibt es dieses Szenario, in das sich alle gerade reinsteigern, wenn am Wahlabend erstmal die guten Ergebnisse für ihn eintrudeln und dann kommen nach und nach die schlechteren, dann wird er anfangen zu behaupten, dass das nicht rechtens ist und unter Umständen die Wahl anfechten. Das könnte bis zum Supreme Court gehen und jetzt, wie es der Zufall will, strebt er an, jetzt noch diese Richterin zu ernennen, die... also der Vorstellung ja nun dieses Superspreader-Event geworden ist. Sie hatte es offensichtlich aber schon, also ist sie davon unberührt. Und dann hätte er dann unter Umständen eine satte Mehrheit, wenn die das mitmachen. Ne? So, das ist jetzt nicht ganz so abwegig, wie das klingt, denn es hat ja schon mal eine Wahl gegeben, die durch eine Supreme Court-Entscheidung
also entschieden wurde. Das war im Jahr 2000, als Bush gegen Gore gewonnen hat. Da muss man aber fairerweise sagen, dass es da nur um ein paar hundert Stimmen in einem Bundesstaat ging. Das ist nicht das gleiche Ausmaß. So. Also das ist jetzt quasi der dritte Punkt gewesen. Wird er die Wahl anerkennen? So. Wenn man sich jetzt anguckt, was sind noch weitere Elemente seiner Politik, die da zu so einer Einschätzung führen, würde ich jetzt im vierten Punkt ein paar Elemente aufzählen. Also was man halt durchgängig beobachten kann und was jetzt auch in diesen Einspielern schon rauskam, ist von hohem Maße durch Autoritarismus geprägt, auch eine gehörige Portion Irrationalismus, Lügen, Vetternwirtschaft. Also er hat ja auch wirklich mit dem Gedanken gespielt, seine Tochter zur Vizepräsidentin zu machen. Also das hat auch keiner sich getraut, in seinem Umfeld gleich zu sagen, das geht nicht, sondern das hat man dann auch mal so gewettet, wie das heißt. Also die haben das dann mal geprüft. Und permanentes Leugnen von Realität. Und da würde ich schon sagen, dass man da Merkmale einer Demokratie ausgehöhlt bzw. abgeschafft werden. Das Leugnen von Realität, das wurde ja berühmt schon am Tage der Inauguration mit den berühmten Alternative Facts, also den alternativen Fakten, wie das Kellyanne Conway, seine Beraterin da auf CNN, rausgehauen hat. Da ging es ja um die Zuschauer bei der Inauguration, da wurden die Bilder gezeigt und dann war eben das Bild von seiner und das von Obama und man konnte eben sehen, bei Obama einfach viel mehr. Und damit ging das los und es gesagt, das stimmt nicht, nein, also das ist einfach nicht so. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Merkmal seiner Politik, dass er im Zweifelsfall immer einfach sagt, das ist nicht so. Egal, was alle anderen sagen, egal, was die Wissenschaft sagt, egal, was es für Argumente gibt. Antiwissenschaftlichkeit, das sieht man nun ganz besonders und auch dramatisch, was den Klimawandel angeht. Da ist die USA gerade sowohl vom Wasser als auch vom Feuer quasi in die Zange genommen. Das eine sind die Hurricanes, ne, die da einfach in einer größeren Anzahl und Stärke Regionen nachhaltig unter Wasser setzen und Kalifornien brennt. Ich denke, das habt ihr alle gesehen. Und Trump sagt, naja, die haben halt nicht so gute Forstwirtschaft gemacht. Also, und das ist dann auch, klingt auch besser, weil es dann so klingt, als wären die Staaten, und Kalifornien ist ja nun traditionell demokratisch dafür zuständig. Jetzt ist das allerdings eigentlich Aufgabe des Bundes, aber das, ne, damit kommt er klar, also das wird einfach da über den Haufen geworfen. Also diese Antiwissenschaftlichkeit ist beim Klimawandel und besonders dramatisch, Corona eben auch. Und er hat ja auch zum Beispiel schon früh die Environmental Protection Agency abgeschafft, also die Agentur, die eigentlich dafür zuständig ist, globale Erwärmung zu untersuchen und auch darüber zu informieren. Das passte ihm nicht und dann wurde das eben abgeschafft. So, ein weiterer auch sehr dramatischer Punkt, finde ich, seiner Politik ist, dass er die Medien als Feinde bezeichnet, regelrecht, eine Enemy of the People, also im Grunde Volksfeinde. Er hat auch 2019 so einen Tweet abgesetzt, wo er sagt, unsere wirklichen Gegner sind nicht die Demokraten und auch die schwindende Anzahl von Demokraten, die noch auf dem richtigen Weg sind, sondern unser wichtigster erster Gegner sind die Medien, the fake news media. Und das ist natürlich schon ein Gegensatz, der im Grunde genommen klar macht, egal was man irgendwo anders hört als von ihm, ist falsch. So, und das ist schon ein Ausmaß von Autoritarismus, das ganz bemerkenswert ist. So, dann natürlich ganz wichtig, und das hast du auch angesprochen, Karl-Heinz, der Rassismus, auf den komme ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu sprechen. Das hat er schon in der Wahlkampfrede von 2015 gleich klargezogen, dass das nicht mehr kodiert wird, sondern das wird offen ausgesprochen. Ne? Also mit den Mexikanern, dass er sich dahingestellt hat und gesagt, die Mexikaner, wenn man sich das als Transkript durchliest, diese Rede, ist es wirklich mal wert, dann merkt man, dass das überhaupt keinen Sinn machen. Also es sind keine ganzen Sätze teilweise, sind Assoziationen aneinandergereiht, aber die Botschaft, die ist halt sehr deutlich, die kommt an und die Mexikaner dienen da eben da als das Beispiel, ne, dass er sagt, die bringen uns Drogen, die bringen uns Verbrechen und das sind Vergewaltiger. Und deswegen halt die Mauer und deswegen auch dieser Ruf, ne, Build the Wall.
und immer dieses, wer wird dafür bezahlen, Mexiko. Jetzt hat ja niemand wirklich, glaube ich, damit gerechnet, dass Mexiko da einen Scheck für ausstellt, aber es hat halt die Stimmung getroffen. Ne? Es hat die Stimmung getroffen, da kommt das Böse her, er macht da jetzt Schluss mit und dann natürlich immer, dass er da die ganzen Deals machen kann. Und dieser Rassismus wird besonders da deutlich, wo er eben seine Basis mobilisiert, und zwar seine rechtsradikale Basis. Die wird immer und überall gefüttert. Also das ist in Charlottesville, wo es ja diese Demonstration, diese rechte Demonstration gab, die rief, Jews will not replace us, also Juden werden uns nicht ersetzen. Da gab es dann ja die Gegendemonstration und die Heather Heyer, die da umgebracht wurde durch ein Auto, was in die Demonstration fuhr. Und es war ihm einfach nicht zu entlocken, dass er irgendwas davon verurteilt. Also konnte ihn noch so viel fragen, er hat sich nicht einmal auf die Seite der Opfer gestellt. Er hat dann nur gesagt, ja, there are good people on both sides, ne? Gute Leute auf beiden Seiten. Mhm. Jetzt bei der TV-Debatte haben sie ihn ja auch wieder versucht zu kriegen oder zumindest darauf festzunageln, dass er einmal sagt, dass diese weiße White Supremacists, also die weiße Vorherrschaft unterstützen, dass er die verurteilt, und das sind wirklich die Rechtsradikalen, das ist der rechte Rand, das ist nicht ein rechtskonservatives Gedankengut oder so. Und haben ihm die Proud Boys dahin geworfen, und da hat er dieses berühmte Stand Back and Stand By gesagt, also haltet euch zurück, aber haltet euch bereit. Also er füttert wirklich diese Elemente der rechtsradikalen Basis permanent. Und er lässt sich auch nicht einmal dazu verleiten, dass er da in irgendeiner Weise sich von distanziert. Er sagt, naja, das geht ihm zu weit oder da ist Schluss oder da gibt es eine Trennlinie, sondern es geht immer in diese Richtung, dass die bei der Stange gehalten werden. Auch diese Biker-Szene in South Dakota, wo es ja noch dieses Treffen gab, was erlaubt wurde, was dann, glaube ich, ein Superspreader-Event ist, glaube ich, noch nicht mal mehr der richtige Ausdruck, weil da im sechsstelligen Bereich Infektionen daraus hervorgegangen sind. Und das sind wirklich so, irgendjemand hat mal gesagt, das ist the Trump's SA, ne, diese Truppenteile. Und die werden jetzt vor der Wahl so richtig gefüttert hat auch schon damit geblinkt, ne, dass er sagt, ja, wenn dann eben das nicht mit rechten Dingen zugeht bei der Wahl, dann muss man unter Umständen auch was machen. Und entsprechend sind jetzt die Waffenkäufe in den USA auch hochgegangen, habe ich jetzt gerade erst gelesen. So, also er gibt auch nicht vor, Präsident aller Amerikaner zu sein. Er sagt nie irgendetwas Versöhnendes, Verbindendes. Also noch nicht mal auf der verbalen Ebene spielt er das an, sondern er pflegt seine eigene Basis. So, jetzt komme ich im fünften Punkt nochmal zu dem Punkt Rassismus, weil der wirklich ein ganz entscheidender Punkt ist, wenn man die USA verstehen will. Jetzt, was halt jüngst in der Presse auch bei uns zu sehen war und was ja auch hier übergesprungen ist, sind eben die Black Lives Matter Bewegungen, und die verweisen auf die historisch, würde ich sagen, prägendste Spaltungslinie in den USA. Also wenn man sich Rassismus als historisch gewachsenes Herrschaftsverhältnis vorstellt, dann ist das eben das Herrschaftsverhältnis, was die USA am entscheidendsten geprägt hat durch ihre Gründungsgeschichte. Also nicht nur haben die Siedler die schon ansässigen Native Americans verdrängt und auch vernichtet. Sie haben eben durch die Sklaverei ein System geschaffen, in dem eine Menschengruppe, und das ist die einzige in den USA, unfreiwillig ins Land geholt wurde und eben auch entmenschlicht und unterdrückt wurde. Und das wirkt bis heute fort, weil das eben auch sehr viele Jahre war, also 250 Jahre. Danach, 1865, war zwar die Sklaverei abgeschafft, aber es gab ja im Süden noch durch diese Gesetzgebung separate but equal, also getrennt, aber gleichwertig, die formale Rassentrennung immer noch erlaubte. Und das wiederum wurde erst mit dem Civil Rights Act von 1964 abgeschafft, und das ist dann gar nicht mehr so lange her. Das hat eben einfach ein unheimlich entscheidendes, prägendes Merkmal der US-amerikanischen Gesellschaft, und zwar sowohl ideologisch als auch materiell oder institutionell.
Die Arbeitslosigkeit bei Schwarzen ist nach wie vor viel höher, also doppelt so hoch wie unter Weißen. Die Armutsrate beträgt das Dreifache und das Haushaltsvermögen steht in einem Verhältnis von 20 zu 1, also das von weißen Haushalten ist eben im Schnitt 20 Mal höher als von Schwarzen. Und das hat sich übrigens auch unter Obama nicht verbessert. Das ist also jetzt nicht was, was Trump erfunden hat, ne, sondern er nutzt es halt in einer bestimmten, oder er spitzt es zu. Aber das ist eine ganz große Spaltungslinie, die auch häufig dem entgegensteht, dass es dominiert stärker als die Trennung zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. So. Also die Verbrüderung, ne, entlang von Klasse wird auch durch den Rassismus im Grunde genommen erschwert, zumindest, wenn nicht sogar verhindert, weil das prägender ist. Deswegen ist es auch in der US-amerikanischen Politik so wichtig, dass sie auf der einen Seite immer diesen Universalismusanspruch haben muss, aber wenn sie nicht, wenn sie farbenblind agiert, geht sie halt über diese Spaltung hinweg und kann deswegen auch mit bestimmten Problemen nicht umgehen. So Black Lives Matter, also schwarze Leben sind wichtig. Warum? Ne? Also wird ja auch hier auch oft gefragt, wieso muss man das sagen und ist nicht eigentlich alle Leben und so. Das hat aber damit zu tun, dass Polizeigewalt auch heute noch das Thema Nummer eins in der schwarzen Bevölkerung ist. Also entstanden ist es ja die Black Lives Matter Bewegung schon unter Obama, zugespitzt hat sich es eben jetzt unter Trump. Und wenn man fragt, wenn man mit schwarzen Männern spricht in den USA, ist das immer mit eins der wichtigsten Themen, also das Bedrohtsein durch die Polizei, und zwar existenzielles Bedrohtsein. Diese Ohnmacht, dass der Rechtsstaat nicht für einen selber gilt, nachdem halt Morde durch Polizisten an schwarzen Männern, die so dann 2014 gerade so in die Öffentlichkeit gekommen sind, weil man sie eben mit Handys gefilmt hat. Ne? Das ist halt der große Unterschied zu früher. Also es ist ja nicht so, dass das früher nicht gab, aber man kann sie jetzt eben filmen und zeigen und das hat einen großen Unterschied gemacht. Also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Es hat sich leider nichts dadurch geändert, aber es wurde eben diskutiert. Hat es auch so Szenen gegeben, wie dass Leute gesagt haben, öffentlich darüber gesprochen haben, wie es eben ist, als junger schwarzer Mann, einer der jüngsten Opfer war 12 Jahre, ne, der hat mit einem Plastikgewehr gespielt und kam ein Anruf, wurde noch gesagt, wahrscheinlich ist es kein echtes Gewehr, aber wurde erstmal erschossen. So, und ich habe dann ein Interview gesehen mit Kamau Bell, das ist ein Dokumentarfilmer, ein Afroamerikanischer, der auch sehr viel über die Spaltungslinien berichtet hat, der dann in einem Interview gesagt hat, es wäre zum ersten Mal gewesen, dass er froh war, dass er Töchter hat und keine Söhne. So, und in dieser Situation, wo das eben doch sehr stark in die Öffentlichkeit gerät, weil es eben, ne, dann auch auf Social Media gepostet wird, ist Trump immer noch derjenige, der die Konfrontation sucht und sich nicht mit den Opfern solidarisiert. Zuletzt eben nach diesen Schüssen auf Jacob Blake, der dann querschnittsgelähmt war letztendlich, also den haben sie glaube ich auch 7 Mal gleich in den Rücken geschossen, war Trump in Wisconsin und hat ausschließlich mit Polizisten gesprochen. Also er hat überhaupt nicht mit den Opfern gesprochen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, er muss halt mit beiden reden, ne? Da will ja jetzt nicht alle Polizisten verurteilen, wenn man es gut meint. Aber er hat eben ausschließlich mit denen gesprochen, hat sich nicht bei der Familie gemeldet. So, wenn man das vergleicht mit Obama, da sieht man schon den Unterschied, zumindest sagen wir mal in der menschlichen Reaktion. Ne? Also man muss wirklich darauf hinweisen, dass sich da auch nichts gebessert hat, auch nicht unter Obama.
Es gibt aber diese Szene, wie er in 2015 nach der Schießerei in Charleston in der Kirche da bei diesem Gedenkgottesdienst steht und auf einmal auch unvorbereitet Amazing Grace singt. Also wenn man sich das anguckt, ist es schon sehr bewegend. Also man merkt, ihn hat das menschlich mitgenommen. Während Trump da komplett, das ist ja nun auch mittlerweile vielfach gesagt worden, unempathisch mit rüber geht. So. Und jetzt wollte ich diesen fünften Punkt auch überschreiben mit der Überschrift Rassismus und Black Lives Matter oder wir möchten nur so behandelt werden wie weiße Massenmörder. Das ist ein Zitat. Das kam nach dem School-Shooting in Santa Fe, Texas, wo halt auch 10, glaube ich, Kinder und Lehrer erschossen wurden, ging das in Social Media von Sean King, der ein afroamerikanischer Aktivist ist, der sehr viel über soziale Medien halt über diese, also gerade über Brutalität gegenüber Afroamerikanern aufklärt. Der hat das so beschrieben, all we are asking for is to be treated like your white mass murderers. Also alles, was wir wollen, ist so wie weiße Massenmörder behandelt zu werden. Denn er sagt, hat darauf hingewiesen, dass dieser Mann, der oder Junge, der glaube, der war 17, der Weiße, der da reingegangen ist in die Schule und 10 Leute umgelegt hat, ohne einen Kratzer und mit der Waffe in der Hand verhaftet wurde. So, und er sagt, er will ja nicht sagen, die hätten den erschießen sollen. Er will nur darauf hinweisen, dass es offensichtlich durchaus möglich ist, auch in einer gefährlichen Situation, weil er jetzt manchmal gesagt wird, der hat ein Messer im Auto oder da wurde ja auch was gemacht, dass es aber da offensichtlich möglich war, der Polizei, den ohne einen Kratzer bewaffnet zu verhaften und nicht, also noch nicht mal zu verletzen, geschweige denn zu töten. Und er sagt, es liegt nicht daran, dass sie das nicht können, sondern offensichtlich wollen sie es nicht so. Und das im Zusammenhang damit, also wo man sieht, dass auf der einen Seite so eine große Bewegung entsteht, wo man auch sagen kann, glaube ich, dass ein Großteil der oder ein größer werdender Teil der amerikanischen Bevölkerung, man so in Umfragen wird schon davon ausgegangen, dass das die Mehrheit auch ist, das unterstützt dieses Black Lives Matter Movement, ist Trump immer noch derjenige, der nach wie vor nicht ein Wort in Richtung der Opfer sagt oder in irgendeiner Wortform Verantwortung übernimmt, sondern immer nur die rechte Basis da mobilisiert. Und das, würde ich sagen, ist also mindestens bedenklich. Das trägt dazu eine Zuspitzung bei. Ne? Und das trägt auch dazu bei, dass dann eben bei den, dass er hat ja auch so einen Riecher, ne, für diese Situation, dass da, wo es dann die gewalttätigen Proteste gab, und es gab ja beileibe nicht vor allem gewalttätige Proteste, sondern ganz viele friedliche, dass er da halt richtig reingeht und dann Truppen dahin schickt, die das auch nochmal richtig aufmischen, um eben darauf zu spekulieren, dass vor der Wahl das für ihn gut ist, ne? Also Unruhe im Land, wo man dann den harten Mann geben kann, ist immer gut für den Präsidenten, der das, der damit aufräumt, so, um sich dadurch halt Stimmen weiter zu sichern. So. Im vorletzten Punkt würde ich jetzt noch ein paar Punkte sagen zu dem amerikanischen Wahlsystem, damit man sich darüber im Klaren ist und auch der demografischen Entwicklung. Also die Republikanische Partei, ne, oder wie sie auch sich gerne nennt, the Grand Old Party, GOP, das sieht man dann öfter als Abkürzung, weiß, dass die demografische Entwicklung gegen sie arbeitet. Ich habe jetzt eben schon gesagt, es sind schon zunehmend größere Teile der Bevölkerung, die wirklich hinter diesen Black Lives Matter Protesten auch stehen, die das nicht falsch finden. In New York wurde das auf die Straße vor dem Trump Tower gepinselt und so. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht mehr eine Minderheitenposition. So. Und es hat natürlich was auch mit der demografischen, nicht nur, aber auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Die weiße Bevölkerung liegt halt inzwischen nur noch bei 60%. Das waren halt mal weitaus mehr. Das heißt, wenn man jetzt so hin und her rechnet, wo kommen für wen die Stimmen her, kommt man eigentlich auf keine numerische Mehrheit für die Republikaner. Die African Americans sind so gut 13%, Latinos 18% und dann die Asian Americans so knapp 6%. Aber
ne? Aber da gibt es ja noch das Wahlsystem. So. Und da muss man sagen, das ist auch wirklich ganz beeindruckend. Es ist ja nun, ich habe ja gesagt, die älteste Demokratie der Welt. Also es gibt einfach viele Regeln, die sind schon sehr, sehr alt. Vielleicht gab es auch mal gute Gründe, sie einzuführen. Sicher auch nicht nur damals nicht mehr gute Gründe, aber heutzutage ist es wirklich sehr schwer zu erklären, wieso das so noch geht. Also das Wahlsystem arbeitet ganz klar zugunsten des Status quo. Man hat kein Verhältniswahlrecht. Es gibt die sogenannten Wahlmänner, ne, Wahlmenschen würde man jetzt heute vielleicht sagen, das ist das sogenannte Electoral College. Und da sind 538 Leute drin. 538, 538 ist auch, für wer sich für Statistiken interessiert, die Website, die sehr viel Wahlbeobachtung macht und Umfragen. Das kommt von der Anzahl der Leute im im Electoral College. Das ist die Zahl der Leute im Kongress plus der Zahl der Leute im Senat. Das sind nicht die gleichen Leute, sondern einfach nur die Anzahl, die man da reinschicken kann. Und da ist es so, wenn eben ein Staat, in einem Staat die Mehrheit Demokraten oder die Mehrheit Republikaner wählen, egal wie knapp das ist, kriegen die alle Wahlleute. Die Partei, die gewinnt, kriegt alle Wahlleute. Und das ist natürlich so, kann man sich ja ganz leicht ausrechnen, ne? Also man könnte halt mit 51% alles kriegen und 49% eben nichts. So. Gleichzeitig ist es, und das führt auch dazu, dass man eben auch, wenn man nicht die Mehrheit der Stimmen insgesamt hat, man trotzdem gewinnen kann. Das haben wir jetzt zweimal gehabt. Zwei der drei letzten republikanischen Siege sind mit einer Minderheit der abgegebenen Stimmen entstanden, nämlich 2000 George Bush und 2016 Donald Trump. Das hat er natürlich geleugnet, das war so nicht, aber es gibt auch große, also außer ihm doch eine Menge Leute, die sagen, Hillary Clinton hatte 3 Millionen knapp mehr Stimmen. Das ist natürlich bedrückend, ne, dass das geht. Das kommt auch daher, dass die ländlichen Räume strukturell bevorzugt sind in den USA und die sind, die wählen überwiegend konservativ. Jeder Staat hat zwei Senatoren. Egal wie groß, ne, nur zum Vergleich, Kalifornien, bevölkerungsreichster Staat, hat 40 Millionen Einwohner knapp, das sind knapp 12% der Bevölkerung. Und der kleinste ist Wyoming mit 530.000, das sind noch nicht mal 0,2%, die dürfen beide zwei Personen in den Senat schicken, also in den Kongress dann im Verhältnis zu der Bevölkerungszahl, aber ne, das ist ja schon mal ein ziemliches Pfund. Und das ist auch ganz bewusst so gemacht worden. Klar kann man sagen, früher war das sicherlich auch noch so ein bisschen Checks and Balances, dass die Großen nicht die Kleinen, aber heutzutage, wenn man sich das anguckt, ist es sehr schwer zu erklären. Dann gibt es einfach noch Möglichkeiten, die Wahlen anders zu beeinflussen. Generell nützt eine hohe Wahlbeteiligung den Demokraten erfahrungsgemäß. Also kann man natürlich versuchen, das Wählen zu erschweren. Und das geht eben in den USA, weil das nicht so ist wie bei uns, dass man einen Brief zugeschickt kriegt und weiß, wo man hin muss am Sonntag. Sondern ich sagte schon, es wird immer an einem Wochentag gewählt. Das kann schon mal ein erstes Hindernis sein, wenn man nicht Briefwahl machen kann. Dann muss man sich registrieren lassen, um wählen gehen zu können. Also es ist nicht automatisch, weil es eben kein Meldesystem gibt wie bei uns. Das ist also schon die erste Hürde. Man muss erstmal irgendwas machen, um überhaupt am Wahltag wählen zu können. Dafür sind dann wiederum ist eine Foto-ID notwendig. Das ist, gibt keinen Personalausweis, also einen Reisepass besorgt sich ja nur, wer reisen kann. Das sind nur bestimmte Bevölkerungsteile und ansonsten ist es der Führerschein. Das ist zwar sehr verbreitet, aber es ist mitnichten so, dass alle Amerikaner einen Führerschein haben. Das ist auch eine Geldfrage. Dadurch kann man natürlich schon mal ein bisschen reduzieren, die Leute, die überhaupt wählen gehen, und es werden Wahlstationen abgebaut. Und wenn man sich mal angeguckt hat, wie das war bei Obamas erster Wahl, dann sieht man diese beeindruckenden Bilder, wie gerade die afroamerikanische Bevölkerung, um diesen ersten schwarzen Präsidenten zu wählen, sich stundenlang angestellt hat. Da gibt es die berühmte 100-jährige Frau im Rollstuhl, die dann wirklich da ausgeharrt hat und gesagt hat, wenn es das Letzte ist, was sie tut. Also das hat halt
mobilisiert. Ne? Und nun ist die Frage, mobilisiert der Biden die auch? Wird man sehen. Also es gibt eben diese Möglichkeiten, die Wahl wirklich zu, zu beeinflussen, indem man an den Bedingungen dreht, auch den Zuschnitt von Wahlkreisen, das sogenannte Gerrymandering. Und das wird auch alles genutzt von den Republikanern. Die haben auch jüngst erst in Texas ganz viele von diesen Stationen, wo diese Briefe eingeworfen werden können, von der Briefwahl abgebaut. So. Und dann kommt ja noch dazu, dass es nur wenige Staaten sind, wo es überhaupt darum geht, ob diese sogenannten Swing States, also in den meisten Staaten ist es eigentlich schon klar. Hillary Clinton hat ja damals auch unter anderem deshalb verloren, weil sie das völlig unterschätzt hat, in welchen Staaten sie da mobilisieren muss. So. Und jetzt komme ich zum Schluss. Mit dem letzten Punkt möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist jetzt nicht nur so eine splinige Idee von mir oder um ein bisschen Stimmung zu machen, dass ich gesagt habe, es steht wirklich viel auf dem Spiel, sondern das wird zunehmend auch in den Mainstream-Medien, merkt man die Nervosität, es müssen alle zusammenhalten, um sich um diesen Trump abzuwählen. Also es geht überhaupt nicht mehr darum, was Biden eigentlich machen wird, sondern es geht nur darum, kommt Trump da weg oder nicht. Also in dem Sinne, wie haben wir wahrscheinlich alle schon mal in Demonstrationen gestanden und gerufen, alle zusammen gegen den Faschismus, das ist so die Parole. Bernie Sanders hat kürzlich, der Mitkandidat um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, dieses Mal und beim letzten Mal war, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnet, der hat gesagt, er hofft, also erst kürzlich so einen ganzen Aufruf veröffentlicht, er hofft ganz dringend, dass Demokraten, Republikaner, Unabhängige, Progressive, Unentschiedene, Konservative alle zusammenkommen, um die amerikanische Demokratie zu verteidigen, die Verfassung und die Rechtmäßigkeit, also die Gültigkeit des Gesetzes. So, und er hat darauf hingewiesen, was dazu nötig ist. Es muss eine hohe Wahlbeteiligung geben. Biden muss einen Erdrutschsieg haben. Man muss dafür sorgen, dass ausgezählt wird vor dem Wahltag die Briefwahl, also dass das nicht erst hinterher kleckert als Ergebnis, sondern dass das schon abgerufen werden kann. Man muss die Missinformationen in sozialen Medien benennen und nach Möglichkeit unterbinden. Die sozialen Medien, die Plattformen sollen die Sachen runternehmen und man muss die Öffentlichkeit immer wieder darüber informieren, wie das eigentlich abzulaufen hat bei der Wahl, damit auch alle wissen, wenn was falsch läuft, dass es falsch läuft. Also ganz klar den Prozess erklären und das ist wie ein Freund von mir, der auch mit dem wir auch zusammengearbeitet haben im New Yorker Büro, gesagt hat, United Front or Bust. Also entweder man steht zusammen oder man geht unter. So. Und weil das jetzt alles so deprimierend war, wollte ich zum Schluss noch einen dritten Film zeigen. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil es ist wirklich deprimierend und es ist schlimm. Ich habe das jetzt absichtlich so zugespitzt. Aber ich möchte nur noch mal ein bisschen zeigen, dass in diesem Land mit den über 320 Millionen Menschen natürlich auch ganz tolle Leute leben und es auch Gegenbewegungen gibt. Bernie Sanders ist einer davon. Und ich möchte einen Wahlkampfclip zeigen, von 2020, als er sich noch darum beworben hat, Präsidentschaftskandidat zu werden. Also das ist noch so ein bisschen was fürs Gemüt und für die Stimmung und für die Hoffnung. Man nicht denkt, es ist nicht was anderes möglich, denn ich möchte ganz klar darauf hinweisen, Bernie Sanders ist kein Randphänomen gewesen, sondern er ist wirklich jemand, der sehr viele Leute bewegt hat und auf seine Seite gezogen hat, und zwar nicht nur Linke. I want you all to take a look around and find someone you don't know. Are you willing to fight for that person who you don't even know as much as you're willing to fight for yourself? Come gather around, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you'd better start swimming.
justice and decency. Not only will we win this election, but together we will transform this country. Come mothers and fathers throughout the land. Don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand, for the times they are a-changing. The times they are a-changing. The times they are a-changing. The pain that one person feels. We have children who are hungry in America, if we have elderly people who can't afford their prescription drugs, you know what? That impacts you, that impacts me. We are all in this together.